Okay. Hier ist Bobby Boom. Ja, Bobby Boom ist gut, gibt 5 Bomben und unsere Bomben verfolgen Gegner, wenn die in der Nähe sind. Also kann ich so, hey, du wirst verfolgt. Ich fühle mich episch, ich bin eine verfolgende Bombe. Aua. Das war doch weh. Yay. Geheimraum. Geheimraum. Mist. Geheimraum. Oh. Um noch was eventuell für euch Interessantes zu sagen, falls ihr es wirklich, wirklich noch nicht wusstet. Wenn ihr neben einem YouTube-Video links an der weiße Fläche klickt, und dann 1337 eintippt, also auf eurer Tastatur, dann sind die Kommentare in so einer richtig, irgendwie so einer, ich weiß nicht, wie die Schrift heißt, getippt, was ich total witzig finde, halt, dass diese, zum Beispiel, dass das, dass ein E irgendwie so ein 3 ist, ein I halt eine 1 und so, dass, halt in die, dieser Schrift ist, sind da die ganzen Kommentare getippt, finde ich total witzig von YouTube, dass wir sowas machen. Weiß zwar nicht, wie, wer darauf gekommen ist und wie, wenn YouTube das nicht selber gesagt hat, dass das so ist. Und außerdem kann man auch an die Seite tippen und dann 1980 eingegeben, also 1980. Und dann kommt, startet sich so ein Minispiel, in dem man das Video vor so über dem Video hat man dann so Kanonen und dann fallen da die ganze Zeit so Raketen runter, die man halt so abwehren muss. Und das läuft dann genau das ganze Video lang. Das Problem ist halt, man muss die kleinen Raketen, die dann kommen, nicht selber treffen, sondern die eigenen Projektile verursachen halt so Rauchwolken und in die, wenn man halt das schafft, dass so eine Rakete, die da fliegt, in so eine Rauchwolke reingeht, dann ist die halt weg. Das muss man halt das ganze Video über verteidigen. Und man kann das halt nicht abbrechen. Außer wenn man halt die Seite neu ladet. Genau wie halt bei dieser Schrift bei 1337 geht auch erst weg, wenn man die Seite neu ladet oder halt auf ein anderes Video zugreift. Monstrous Zahn macht. Das beschwört mal einen Monstro, der auf einen zufälligen Gegner im Raum raufliegt. Brauche ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt. Auf zu Mutti. Und Mutti, die ist Mutti, du Mutti. Mutti LP. Mutti LP. Oder so. Ich versuche es natürlich wieder dazu zu bringen, aufs Auge raufzutreten. Dann geht das Auge natürlich weg. Hier unten, schaffst du es? Nein. Mann. Isaac! Nein, schade. Isaac! Mist, jetzt habe ich die Hand ausgelöst. Isaac! Jetzt? Nein, natürlich. Ich bin zu nah rangegangen. Verdammt. Bitte. Wirklich. Ernsthaft. Jetzt halt. Danke. Danke. So, so. Aua. Über mein Gesicht. Das tut doch weh. Ey. So, dann sollte das noch nicht gewesen sein. Mann. Komm, ein Treffer noch. So. Aua. Noch ein Herzcontainer. Mal wieder.
Und auf in die Gebärmutter. Ja, Wurm heißt Gebärmutter, falls das noch nicht erwähnt hatte. Ich habe keine Ahnung, was sie erwähnt hat. Das ist einfach alles zu lange her für mich. Ich habe doch nur 2 Stunden Gedächtnis. Okay. So. Drin ist eine Bombe und Schlüssel. Brauche ich nicht. So. Und rollendes Gedärm. Und Brain. Brainiac. Wie hieß denn das nochmal, das Spiel? Jetzt habe ich wirklich vergessen, wer das Spiel heißt. Ach genau, DC Universe. Genau. Dieser Brainiac. Dieser Brainiac. Wieso holt ich den Schlüssel? Ich weiß es nicht. Fragt mich später nochmal. Ja, okay. Das Schöne ist, in der Ebene kann ich ja so viel Schaden nehmen, wie ich will. Weil in der im ersten Raum der nächsten Ebene werde ich ja, weil das die letzte Ebene ist, einfach meine Sandkarte einsetzen. Und dann ist ja eh die ganze Karte aufgedeckt. Und ich bin voll geheilt, deswegen ist mir der Schaden, den ich in der Ebene hier fresse, eigentlich ziemlich egal. Wenn ich halt hinterher irgendwie ein halbes Jahr so hab, dann ist mir ziemlich egal, ja. Ich bin fast tot. Wen interessiert's? Das ist die richtige Einstellung. Euch mag ich nicht. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ach ja, stimmt, diese Würmer hier mag ich nicht. Die so im Boden sind und dann so eigentlich im Prinzip teleportieren. Die hätten so viel Aushalt. Sonst sind die gar nicht so schlimm, nur halt, wenn ganz viele da sind. Eigentlich sind alle Gegner nur schlimm, wenn ganz viele von ihnen da sind. Wer hätte das erwartet? Weil egal, was für ein Gegner es ist, solange er einzeln ist, ist es eigentlich kein Problem. Wenn man so... Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich hoffe, ich übersteuere nicht, bin nicht zu laut und nichts. Und nochmal Mikrofon ein bisschen weiter weg von meinem Mund machen. Beziehungsweise mein Headset-Mikro, das sich irgendwie ganz komisch so verbiegen lässt. Da am Plastik, was glaube ich irgendwie falsch ist, weil es eigentlich glaube ich nicht so sein sollte. Aber ich mache es halt. Muss ich mich halt nicht über Camtasia leiser stellen. Knapp, Mist. Egal, stimmt ja, der Schaden ist mir egal. Ich stehe einfach rum, lass mich abschlagen. Einfach mal 3 ganzen Schaden nehmen, wen interessiert's? Blutspendeautomat. Days. Ach, konnte man hier bei in der Ebene hier nicht so episch, Mist. So. So. Jetzt stirbst du. Mist, ich bin reingelaufen. Hey. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, wieso ich mein ganzes Leben jetzt gerade für Münzen eingetauscht habe. Einfach weil ich kann. Vor allem, wir haben noch keinen Reiter gefunden. Noch kein einziger Cube of Meat, ne? Hm. Wir finden eigentlich in jedem Board mindestens einen Reiter. Das finde ich gerade voll komisch. Aber wir haben hier noch die Chance auf einen. In dieser Ebene. Oh, Geheimraum. Das war ein bisschen random. Okay, wegen 55 Münzen. Nett. Ah, Kane. Mein Lieblingscharakter. Der findet bessere Items generell. Ist wirklich so. Finde ich total klasse. Ich wollte mich gerade beschweren. Ja, sein Item ist der Lucky Foot. Das macht halt, dass er mehr Glück hat und bessere Items findet. Oh mein Gott, da oben ist eine stärkere Version, die sowieso in diesem Raum hier sind. Das finde ich total evil. Oder so. Wow, ich habe mich in dem Moment gehalten, wo ich getroffen wurde. Yay.